Herzlich willkommen zur AmiBlu Lounge und unserem heutigen Termin mit dem Thema Konstruktionen aus GFK für Abwasser- und Mischwasserkanäle. Unser heutiger Experte ist Marc Hirschmann, Projektingenieur bei AmiBlu und unser Experte für Stauraumkanäle, Stauraumsysteme jeglicher Art. Und er wird heute mit unterschiedlichen Themen und Aspekten zu diesem Thema uns bestimmt einige interessante Sachen erzählen können. Marc, was hast du geplant? Ja, eine ganze Menge habe ich geplant. Hallo Anja, grüße dich. Ja, ich hoffe, dass es doch viel Neues wird. Ich sehe in unserer Teilnehmerliste doch einige bekannte Kunden, Kollegen und so weiter. Viele, die schon einiges von uns kennen. Von der Seite hoffe ich mal, dass ich für jeden doch was Neues noch mit rüberbringen kann. Und wenn nicht, dann ist es halt eine Auffrischung für alle, die es schon mal gehört haben. Vielleicht ergibt sich dann doch wieder noch dann aus der Auffrischung das ein oder andere neue Gespräch, vielleicht nochmal die neue Frage. Werden wir sehen. Schauen wir mal. Ja, ein paar kommen noch mit dazu, sehe ich gerade hier. Die Liste füllt sich noch. Warten wir noch vielleicht noch eine Minute, dass dann auch wirklich alle da sind. Ja. Willst du schon was zum Ablauf sagen, wie wir vorgehen? Ja. Gerne schon mal die Präsentation starten. Und zwar ganz kurz zum Ablauf ein paar organisatorische Informationen. Sie können gerne wieder im Chat Ihre Fragen stellen. Diese Fragen werde ich übersetzen bzw. übergeben an unseren Experten. Und der Herr Hirschmann wird dann alle Fragen heute auch beantworten. Möglichst während der Präsentation, wenn nicht während der Präsentation, auf jeden Fall im Anschluss, wenn wir nicht dazu kommen sollten, werden wir auf jeden Fall auf Sie zukommen. Wir haben Ihre E-Mail-Adresse von der Anmeldung und wir werden alle Fragen auch beantworten. Ja? Also keine Scheu, stellen Sie einfach Ihre Fragen im Chat, wir werden sie beantworten. Im Anschluss gibt es noch eine kleine Diskussionsrunde und diese Veranstaltung wird auch wieder aufgezeichnet und wir werden sie innerhalb von einer Woche auch wieder auf unsere Webseite stellen. Das heißt, jeder kann noch mal nachschauen, später vielleicht. Oder auch, wenn Sie Interesse haben, unsere anderen Themen, die wir schon bearbeitet haben, können Sie gerne auch auf unserer Webseite einsehen. Und das Gleiche gilt auch für alle anderen kommenden AmiBlu Lounges, die in den nächsten Wochen noch folgen werden. Ja, dann sage ich mal, Anja, viel Glück beim Übersetzen, falls der ein oder andere Schweizer auf Französisch eine Frage in den Chat stellt. Mal schauen, wie wir damit umgehen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal, oder? Wie siehst ja, ich du? Würde sagen, ja. Alles klar. Ja, also dann wie gesagt noch einmal von mir. Hallo und guten Morgen. Heute zu unserer AmiBlu Lounge. Ja, Anja sagte vorhin schon, ein sehr langer Titel, innovative Konstruktionen aus GFK im Regen- und Mischwasserkanal. Ja, das stimmt, da hat sie vollkommen recht. Und dann schauen wir auch gleich mal, was sich dahinter verbirgt. Nicht erschrecken, es sind nur drei Anstriche in der Übersicht, aber es werden trotzdem eine ganze Menge Folien mit interessanten Bildern und Stichpunkten. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns erstmal an, Becken- und Stauraumkanäle in der klassischen Bauweise, was ja dem Beton entspricht. Danach wollen wir uns ansehen, wie wir das Ganze halt umsetzen, das heißt die Umsetzung der Stauraumkanalkomponenten mit den Produkten von AmiBlu. Und ganz zum Schluss nochmal ein paar tolle innovative Produktlösungen. Was haben wir draußen gebaut? Ja, was für Referenzen und was sind dort für Konstruktionen entstanden? Ja, wenn wir zum Thema Konstruktion in die Norm schauen, Norm meine ich das DWA Arbeitsblatt A166, dann lesen wir diesen Satz. Regenüberlaufbecken werden überwiegend als Massivbecken in Stahlbeton erstellt. Es gibt aber auch Ausführungen in Stahl, Edelstahl oder Kunststoff. Ja, und beim Blick auf dieses klassische Becken, da ist uns auch ganz schnell klar, dass man hier eigentlich fast gar nicht anders bauen kann, wenn man so ein klassisches Becken bauen möchte. Ich habe hier sehr große Bauwerke, fangen wir mal an beim Zulaufschacht, Geröllfangschacht. Ich habe einen sehr großen Beckenüberlauf, der mindestens vom Bauwerk her 7 Meter an der Länge, 4 bis 5 Meter an der Breite ist und dann auch nochmal 2 bis 3 Meter tief. Ein Becken mit locker mal 10 Meter Durchmesser und einen Drosselschacht hinten dran, um die Drossel unterzubringen. Das sind natürlich ganz schöne Kracher, sage ich mal, wenn ich die in Fertigteilbauweise irgendwo im Werk fertigen möchte, die dann auf die Baustelle zu bekommen, das ist schon eine logistische Herausforderung und dann natürlich auch vom Material her, ja, wie will ich das in Fertigteilbauweise mit einem anderen Material machen? Das ist
nicht gerade einfach. Und von der Seite hat beim Becken schon der Beton, der Hauptbeton dort seine Berechtigung. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist einfach so, man kann immer drüber streiten, wie gleitet man das Ganze aus, ja, um die Korrosionsbeständigkeit dementsprechend dann herzustellen, um den Beton zu schützen. Das ist dann noch ein Thema, über das man dann diskutieren muss. Aber als Planer bin ich ja nicht an das Rundbecken gebunden, ja, wenn ich mich im Bereich der Rückhaltung befinde. Oftmals gibt auch die Örtlichkeit gar kein offenes Becken her. Also ich kann es gar nicht bauen. Und wenn ich dann ja, bei der Entscheidungsfindung bin, dann schaue ich am besten wieder ins DWA-Arbeitsblatt und dort ja, lese ich dann halt Folgendes zu den Staumkanälen. Die Aufgabe der Staumkanäle unterscheidet sich nicht von den Aufgaben von Regenüberlaufbecken. Ihre Aufgabe ist es, Abwasser vorübergehend zu speichern und gedrosselt dem weiterführenden Kanalnetz oder einer Abwasserbehandlungsanlage zuzuführen. Das heißt, ich kann beide Varianten, also das Becken und den Staumkanal, je nach Notwendigkeit zum Beispiel als Fangbecken ausführen, ich kann als Durchlaufbecken ausführen. Ich kann im Hauptschluss oder im Nebenschluss anordnen, je nachdem, wie halt mein System ist, was schon existiert, beziehungsweise was gebaut werden soll, habe ich dort alle Möglichkeiten mit beiden Varianten. Und natürlich die Anordnung dann im System sollte auch möglichst immer in einem natürlichen Gefälle erfolgen, um den Staumkanal beziehungsweise das Becken möglichst effektiv reinigen zu können, beziehungsweise ja, zu entleeren zu können. Ganz klar muss man auch sagen, beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Das ist einfach so. Schauen wir mal kurz aufs Becken. Das Becken ist offen gebaut. Ich kann jederzeit reinschauen von der Seite her. Ich habe einen Überblick, was passiert in dem Becken drin. Was ist dort los? Beim Staumkanal habe ich das natürlich nicht. Ja, wenn ich dort rein will, um zu sehen, was passiert, dann kann ich das nur machen, wenn er leer ist. Und dann ist schon auch schon alles passiert. Dann sehe ich dann nur noch die Reste, die dort noch drin unterwegs sind im Staumkanal. Ja. Beim Becken habe ich natürlich ganz klar wieder den Nachteil des Emissionsschutzes. Optik und Ästhetik sind ein Problem in bebauten Gebieten. Also dort stoße ich dann ganz schnell an meine Grenze mit dem offenen Becken. Ja, aber sehen wir uns den Staumkanal mal an. Jetzt, ja, so sieht er aus. Ich denke mal, jeder kennt den Staumkanal. Jeder weiß, wie er gebaut wird oder ja, wie man machen. Was wir gleich wieder sehen, sind natürlich die bekannten Komponenten, die wir auch gerade im Becken gesehen haben. Das heißt, wir haben hier unseren Regenüberlauf, ja, unsere Entlastung, die das Regenwasser dann abschlägt, wenn der Staumkanal voll ist. Wir haben hier den Staumkanal dann dementsprechend aus Rohren oder Profilen zur Rückhaltung des Wassers und hinten dran nochmal ein Drosselbauwerk. Natürlich diese Bauwerke hier nach wie vor im Beton. Das heißt also, der Betonstaumkanal dort schon mal als die Weiterführung des Betonbeckens für die Bereiche, wo ich ihn dort benötige. Und dann hinten dran, wie gesagt, die Ableitung des Schmutzwassers. Anja, ich sehe dich im Bild. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt sagst, Profile und Rohre, von welchen Dimensionen sprechen wir dann? Jetzt im Beton oder generell? Ach, wir sind immer noch beim Beton. Ja, wir sind noch beim Beton, genau. Aber für die FK, von welchen Dimensionen sprechen wir dann? Naja, von den 1000 bis den 3000 im Schnitt. Mhm. Also das ist eine sehr große Bandbreite. Ja. Mhm. Kommt halt auf die Menge an, die ich zwischenspeichern will, auf die Überdeckung, die ich habe, die Platzverhältnisse, die ich habe und. Mhm. Ja, genau. Wollen wir weiter? Oder? Ja, gerne. Was? Gerne. Mhm. Alles klar. Ja, du hast gerade gefragt nach dem GFK und ich habe gesagt, wir sind noch beim Beton, also dann wäre ich gleich halt eben jetzt bei der Materialauswahl und ja, dann gucke ich gleich mal wieder ins Arbeitsblatt rein, A166 und hier steht drin, es ist Zielsetzung, die Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung nach konstruktiven und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu gestalten. Ja, und da bin ich natürlich für mich, für uns gleich sofort beim GFK, dass ich dort sage, wenn ich über das Material nachdenke, über die Konstruktion und die Wirtschaftlichkeit, dann versuche ich natürlich alle Bauwerke und alles, was ich habe, dort dementsprechend in einem anderen Material, also halt eben GFK, zu realisieren. Ja, und damit kommen wir zur Umsetzung der Staumkanalkomponenten mit unseren Produkten. Und zur kleinen Auffrischung nochmal, der Staumkanal, so sieht er aus, jetzt in GFK. Das sieht man an der schönen gelblichen Farbe. Ja, wie gesagt, über was wir besprechen, Beckenüberläufe,
beziehungsweise den Regenüberlauf, Notüberlauf mit dazu. Den Stauraumspeicher wollen wir uns genauer ansehen und natürlich ganz am Ende hier den Drosselschacht beziehungsweise ja, die Drosseleinheit dort. Doch vorher noch die große Frage. Sie wissen, ja, wahrscheinlich alle oder die meisten wissen, wir sind ein Rohrhersteller und wie wird aus einem Rohr ein Schacht? Ja, wir sehen auf der linken Seite hier die beiden Rohrproduktionsvarianten. Wir sehen hier unten die Schleudervariante, wie das Rohr aus der Schleudermatrize herausgeholt wird. Und wir sehen im oberen Bereich das Wickelverfahren, wie das Wickelrohr ja, von der Wickelmaschine vom Winder runtergeholt wird. Anschließend, wenn ich einen Schacht bauen möchte, geht das ganze Rohr dann dementsprechend dort in die Wasserstrahlschneidanlage. Dort kann ich alle Öffnungen, die ich brauche, Anschlüsse und dementsprechend dort ausschneiden. Braucht nicht mehr herkömmlich gemacht werden mit Flex oder sonstigen Maschinen. Und wenn ich dort fertig bin auf der Wasserstrahlschneidanlage, dann geht das Rohr in den Schachtbau, wird aufgestellt. Es kriegt in der Regel eine Betonplatte unten dran. Hier sieht man noch ganz leicht den Auftriebsfuß drumherum. Hier sind meine Stirnplatte für den Stauraumkanal bzw. für eine Regenrückhaltung. Die Anschlüsse sind dort gleich integriert. Hier sieht man den Anschluss, den die Wasserstrahlschneidanlage hergestellt hat. Dann wird das Ganze dort dementsprechend ja, laminiert, zusammengefügt. Und zum Schluss habe ich dann ja, einen schönen Schacht bzw. Stauraumkanal ein Stück. Je nachdem, was wir brauchen, was wir dann auf die Baustelle bringen. Ja, Anja? Und wieder die Frage nach den Durchmessern. Wieder die Frage nach den Durchmessern. Ja, bis DN 3000 überhaupt kein Thema. Das DN 3600 auch sehr gerne. Allerdings müssen wir dann immer schauen, kriegen wir das Material dann noch so auf die Baustelle? In der Regel ja, funktioniert in der Regel. Es macht halt ein bisschen mehr Aufwand, dann den Schacht DN 3600 auf der Baustelle zu handeln, beziehungsweise in der Zufahrt. Das müssen wir uns dann anschauen. Nicht, ich sag mal so, nur weil ein 3,60 Meter Rohr Sinn macht von der Rückhaltung her, dass ich die Rückhaltung möglichst kurz mache, macht es auch Sinn, das Rohr dort auf die Baustelle zu bringen und einzubauen. Ja. Das muss man sich dann immer in der Gesamtheit des Projektes ansehen. Aber grundsätzlich, ja, bis DN 3600, kein Thema. Okay. Gut. Ja, und dann sind wir schon bei den ersten Komponenten, und zwar beim Regenüberlauf, bei der Gestaltung. Haben wir erstmal als wichtigsten Satz zum Regenüberlauf, die Auswahl der Regenentlastung erfolgt vor allem über die Entlastungsmenge. Ja, weiterhin durch die Sohlhöhen für die Zu- und Abläufe in die Vorflut. Ganz klar, wenn ich so eine Regenentlastung konstruiere, wenn ich sie bemesse, brauche ich natürlich eine Entlastungsmenge. Wie viel Wasser soll da drüber gehen im Starkregenfall? Und danach wähle ich das Ganze aus, beziehungsweise ja, konstruiere und plane ich das Ganze. Mal von links angefangen, die Kehrüberläufe können wir konstruieren, so bis ca. 250 Liter pro Sekunde. Wird sich der eine oder andere, die vielleicht die Frage stellen, der mit Kehrüberläufen noch nichts zu tun hatte, warum nur so gering von der Wassermenge, muss man natürlich sagen, Kehrüberläufe dürfen generell von der Schwellenbelastung nur bis 75 Liter pro Sekunde belastet werden. Und ja, sie brauchen natürlich eine mechanische Reinigung des Wassers, weil sie springen ja eher an als der Beckenüberlauf selber. Und wenn man es hier mal sieht, wir haben hier den Klärüberlauf und davor geschaltet noch unser Armiscreen Grobstoffrückhaltung für die mechanische Reinigung. Ja, wie gesagt, Klärüberlauf bis ca. 250 Liter pro Sekunde. Dann als nächstes Entlastung über eine gerade Schwelle, hier in dem Fall eine Doppelschwelle. Das Wasser her kommt von links und von rechts, stürzt dann hier oben in diese Rinne über die Schwelle drüber. Entlastungsmengen so bis ca. 1500 Liter pro Sekunde in unseren Schächten. Das, was wir hier noch sehen, hat nichts mit der Entlastung zu tun. Das ist dann der Notüberlauf, aber zu dem kommen wir dann später nochmal. Ja, der Quelltopf, so wie man ihn kennt, ja, ganz klassisch, bis 1500 Liter pro Sekunde. Und dann haben wir hier rechts noch die beiden Varianten als Kelcheinlauf bzw. als runden Trog. Dann für die ganz großen Mengen bis ca. 3000 Liter pro Sekunde können wir die hier dementsprechend realisieren. Ja, dann schauen wir uns nochmal an, wo ist denn der große Unterschied zwischen so einem Betonentlastungsbauwerk und einem GFK-Schacht zur Entlastung? Der eine oder andere sagt sofort ganz klar, natürlich der Beton, ja, ist richtig, Beton ist der große Unterschied.
Aber natürlich, wir haben beim Betonbauwerk eine gerade Schwelle im System. Ja, hier sieht man sie nochmal kurz. Bei unseren Schächten haben wir hier in der Regel eine runde Schwelle. Das Betonbauwerk, was wir hier sehen, hat Außenabmessungen von ungefähr 7 Meter Länge mal 6 Meter Breite, ja, ungefähr nochmal 3 Meter hoch. Und den Schacht, den wir hier von der Schwellenlänge her gleichsetzen können, Durchmesser 3 Meter, also ja, nicht mal halb so groß von der Grundfläche, dort, was wir dort brauchen. Und Vorteil, den Schacht können wir in einem auf die Baustelle liefern und dieses Entlastungsbauwerk in der Regel nicht. Ja. Man sieht es durch den Trick mit dem Pi, das heißt also den Kreisumfang des Rohres, haben wir hier eine Schwelle im Bauwerk von 6,28 Meter, also adäquat der Schwelle hier in diesem großen Betonentlastungsbauwerk mit einer Schwellenlänge von 6,30 Meter. Ja. Ja, dann geht es weiter. Gestaltung der Werkkrone, Gestaltung der Schwelle des Überfalls. Im DWA-Arbeitsblatt in der M176 haben wir hierzu ein paar Vorgaben. Dass, wenn wir die Wehrschwellen bzw. die Hydrauliken der Schächte konstruieren und auslegen, haben wir Vorgaben für die Überfallbeiwerte. Das heißt, je nachdem, was ich dort für einen Wert baue, ja, darf ich einen unterschiedlichen Überfallbeiwert einsetzen. Das ist ganz wichtig, die Überfallbeiwerte für die Berechnung der Rückstauebene bzw. der Überfallhöhe im System. Worauf ich nochmal kurz eingehen möchte, sind hier diese scharfkantigen Wehrschwellen, die wir hier oben sehen. In letzter Zeit ist es leider immer weniger, dass ich es auf der Baustelle sehe, aber warum nehme ich denn eigentlich hier so ein verstellbares Wehr? Ganz einfach, wenn der Schacht vor Ort gesetzt wird und die Sohle ist mal nicht hundertprozentig von der Höhe her ausgerichtet, dann will ich ja trotzdem meine Wehrschwelle auf der Höhe, wo ich sie berechnet habe, beziehungsweise ja, wohin ich sie konstruiert habe. Und wenn ich dann im Nachhinein, nachdem alles gebaut wurde und alles gesetzt wurde, feststelle, okay, die Schwelle hat hier einen Zentimeter ja, oder zwei Zentimeter vom Höhenunterschied, also ist zu hoch oder zu niedrig, dann kann ich das über diese Schwelle nochmal anpassen, sodass wirklich, wenn es ganz knapp wird, hinten raus mit dem Rückstau im System, dass ich das dort dementsprechend genau nochmal einstellen kann. Ja, wird halt leider immer seltener gemacht, dass es im Nachhinein nochmal ausgerichtet wird. Aber, weiß nicht, denkt wahrscheinlich der ein oder andere nicht mehr dran. Müssen wir noch mehr mit den Kunden darauf sensibilisieren, dass er im Nachhinein nochmal drauf schaut. Ja, wofür diese unterschiedlichen Schwellentypen, also die rundkronige zum Beispiel und die scharfkantige Wehrschwelle wichtig ist, habe ich ja gerade schon mal gesagt, für die Berechnung der Hydraulik. Und hier haben wir nochmal ein Beispiel, wo wir das genau sehen. Wir haben hier drei unterschiedliche Wehrtypen. Wir haben eine Entlastungsmenge von 1980 Liter pro Sekunde und eine Schwellenlänge von 6 Metern. Ja, und bei diesem breitkronigen Wehr hier vorne mit einem Überfallbeiwert von 0,5 haben wir halt 37 cm Überfallhöhe vom Wasserspiegel. Wenn ich das scharfkantige Wehr in die Berechnung mit reinnehme, dann sind es schon nur noch 32 cm. Und wenn ich das rundkronige Wehr nehme, dann habe ich nur noch 28 cm dort vom Überstau. Und das ist, ja, wie ich schon sagte, gerade wenn ich wenig Platz im System nach hinten hin habe und die Gefahr irgendwo, dass ich was zu hoch einstaue, dann sind das hier halt meine Spielmöglichkeiten, wo ich die Wehre verändere und dort mit dem Wasserspiegel nach unten komme. Ja, eine Frage, die uns immer wieder entgegenkommt vom Auftraggeber, vom Planer, von wem auch immer, der im Projekt beteiligt ist. Kleinen Moment, ich muss mal einen Schluck trinken, ist die Frage, wo ist jetzt eigentlich der große Unterschied zwischen dem Quelltopf und dem Kelch und warum bekomme ich über den Quelltopf nur in Anführungsstrichen so wenig Wasser drüber und über den Kelch Einlauf so viel? Grundsätzlich, der Quelltopf funktioniert so, das Wasser strömt ein in das Schachtbauwerk, dann in der Mitte im Quelltopf nach oben und fällt dann nach außen in diesen Ringraum hier drumherum. Und beim Kelch ist es genau andersrum, da kommt das Wasser von außen angeströmt, steigt auf und fällt dann halt in diesen Kelch rein und geht dann in die Entlastung. Ja. Was man beachten muss beim Quelltopf, ich muss in diesem Ringraum hier drumherum eine laminare Strömung nachweisen. Das brauche ich beim Kelcheinlauf nicht. Und dann ist das große Thema die Steiggeschwindigkeit, die ich berechne. Ja, die muss unter 0,5 Meter pro Sekunde bleiben und das ist dann zum Schluss der Knackpunkt. Wenn wir uns die beiden jetzt mal anschauen, hier beide mit einer Entlastungsmenge von 1500 Liter pro Sekunde.
Dann kann ich im linken Bauwerk einen Durchmesser für den Quelltopf nehmen von 2 Metern, also Schwellenlänge 6,28 Meter, Schachtaußendurchmesser ist 3,20 Meter. Und beim Kelcheinlauf sieht man schon, für 1500 Liter pro Sekunde brauche ich nur 1,6 Meter im Durchmesser, den Quelltopf, also halt nur 5,14 Meter Schwellenlänge. Und ich kann den Schacht auch gleich, den Außendurchmesser des Schachtes kleiner gestalten mit 2,80 Meter im Durchmesser. Wir sehen die Überfallhöhe, die ist natürlich dann beim Kelch höher, weil ganz klar, ich habe eine kürzere Schwellenlänge, das heißt eine höhere Schwellenbelastung und dadurch einen höheren Überfall. Oder und halt Steiggeschwindigkeit, die sind ähnlich, aber halt eben beim Quelltopf muss ich die beachten, die darf nicht höher. Und deswegen ist in dem Fall hier ja, für uns die Grenze gesetzt beim Quelltopf von der, bei 1500 Liter pro Sekunde in der Auslegung. Ja. Ja. Wenn der Planer oder auch der Projektpartner da Fragen hat oder Bedarf hat, dann unterstützt ihr da auch bestimmt, oder? Bei solchen Entscheidungen oder bei solchen Werten? Ja, selbstverständlich. Also die Planer oder Auftraggeber kommen ja in der Regel auf uns zu mit gewissen Vorstellungen, was sie bauen wollen. Und wir brauchen ja dann von den Stellen die Entlastungsmengen. Ja, wie viel Wasser soll entlastet werden? Und das ist dann für uns natürlich ganz gleich klar die Richtung, wo wir hinschauen. Kann ich überhaupt mit dem Quelltopf arbeiten? Kann ich mit dem Kelch arbeiten? Wir machen ja dann auch die hydraulische Auslegung unseres Systems für den Kunden. Das heißt, der Kunde bekommt die Berechnungsnachweise, wo er dann ganz klar sieht, alles klar, ich sage jetzt einfach mal, Quelltopf funktioniert nicht, sind wir an den Grenzen, geht nicht. Wir brauchen den Kelch und er hat die Nachweise. Und diese Nachweise werden auch immer wieder von den Behörden gefordert, wenn so ein System zur Genehmigung beantragt wird. Das heißt, mit unserer Berechnung zu dem jeweiligen System hat der Kunde gleich was an der Hand, was er dann auch der Behörde übergeben kann. Ja. Wenn dort Fragen sind zur Berechnung und so weiter, immer auf uns zukommen. Aber wie gesagt, wir machen für den Kunden dort die Berechnung und klären alle Fragen dann zum System, warum wir was bauen. Ja, sind die Wassermengen dann doch mal höher als 3000 Liter pro Sekunde? Dann brauchen wir natürlich auch eine Lösung. Ja, hier ist mal was konzipiert worden, eine Kombination aus Quelltopf und Kelch, dann noch mit einem Notüberlauf integriert, ja, für bis zu 15.000 Liter pro Sekunde. Also auch wenn Sie jetzt gehört haben, 3.000 Liter pro Sekunde ist Schluss bei einem Kelch, dann scheuen Sie bitte nicht, wenn Sie mehr Wasser haben, kommen Sie auf uns zu, dann bauen wir halt dementsprechend dort eine Kombination für Sie. Kein Thema. Ja, und wie sehen diese Bauwerke dann in der Natur aus? Was heißt in der Natur? Also auf Baustelle eingebaut oder halt eben in der Produktionshalle bei uns. Ja, so dementsprechend sind sie dann integriert. Hier der Kelch bzw. der Trog. Hier haben wir nochmal eine andere Sache, eine halbrunde Schwelle, also keine gerade, eine halbrunde Schwelle dazu. Hier sieht man gleich den Notüberlauf mit dabei. Und ja, das Bild leider nur von außen, aber hier den Quelltopf, ja, in der Halle fertig nach der Produktion und bereit zur Auslieferung an den Kunden. Ja, was gibt es noch für interessante Entlastungsbauwerke, den Hobas CSO, relativ selten aktuell noch im System. Mal schauen, ob wir zukünftig noch mehr Einsatzfälle für ihn bekommen. Wir haben hier ein kompaktes Entlastungsbauwerk, ja, gleich mit integrierter Schwelle und integrierten Rechenelementen und zusätzlich noch eine Tauchwand hier mit drin. Ja, warum ist er seltener im System oder seltener zu finden beim Kunden? Wir haben halt hier den Nachteil, wir haben keinen vollkommenen Überfall, den wir hier nachweisen können. Und wir sind hier an Grenzen gebunden, einfach bei den Höhen, was jetzt betrifft Entlastungsleitung bzw. Zulauf und der Speicherung. Aber wie gesagt, wer hier Interesse hat oder dort, wo Interesse besteht, wir haben auch einige Anlagen schon im Einsatz, kommen Sie einfach auf uns zu, dann können wir auch gucken, ob eventuell auch der Hobas CSO als Entlastungsbauwerk dort bei Ihnen im System passt. Ja, auf der Übersichtsfolie vorne, als ich nochmal den Staumkanal in GFK gezeigt hatte, hatte ich ja bei dem Entlastungsbauwerk gleich gesagt, dass ein Notüberlauf dort auch mit dabei ist. Warum bauen wir Notüberläufe ein? Sie sind wichtig, um die Konstruktion zu schützen, um das Gesamtsystem zu schützen vor Überlastung und wenn ich dort auch noch eine Grobstoffrückhaltung, wie man es jetzt bei allen dreien hier sieht im Bild mit habe, dann fordert sie die Norm auch, dass ich diese Systeme nicht überlaste, deswegen halt den Notüberlauf. Hier mal drei Varianten. Wir haben einmal hier den Notüberlauf als ja, innenliegend, als senkrechtes Rohr einfach, wenn der Wasserspiegel zu hoch wird, stürzt das Wasser hier rein, ähnlich wie beim Kelch und geht dann mit, ja, in die Entlastung.
Dann haben wir innenliegend das Ganze dort als halbrunde Schwelle nochmal, wie wir es vorhin schon von oben gesehen hatten in dem anderen Bild, den Notüberlauf. Und dann haben wir das Ganze halt eben dementsprechend nochmal außen, wenn innen nichts mehr reingeht, wenn nichts mehr dort entlastet werden kann durch den durch die Grobstoffrückhaltung, dann staut sich das Wasser hier auf und stürzt hier oben mit hinein. Ja, ganz wichtig, diese Systeme dann immer dementsprechend mit zu integrieren. Ja, Anja, ich sehe dich wieder. Ja, ich habe eine Frage zu den Bildern. Habe ich da wieder die Amiscreen-Elemente gesehen? War das richtig? Den Grobstoffrückhalt? Ich habe dich jetzt ganz schlecht verstanden. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, auch bei der vorherigen Folie hier, bei dem Grobstoffrückhalt, ist das wieder ein Grobstoffrückhalt, der da eingebaut wurde? Ja, genau. Hier. Ja, ganz genau. Ja, da würde ich vielleicht noch mal gerne verweisen auf den 9.4. auf unsere Amigo-Lounge zum Thema Amiscreen und Grobstoffelemente, wo diese Sachen nochmal ganz genau erklärt werden, wie die funktionieren und welche Möglichkeiten es zur Anwendung gibt. Das nur mal ganz kurz als Zwischendurch nochmal. Genau, danke. Der Hinweis war sehr gut. Ja, wer das heute nämlich vermisst, das Thema Amiscreen, wollten wir heute nicht mit einbringen, gibt es nochmal einen extra Vortrag darüber, weil das Thema ist so umfangreich, dass man das wunderbar als ein Webinar gestalten kann. Genau. Mhm. Ja. Ja, nach dem Entlastungsbauwerk kommt natürlich dann der Rohrspeicher, beziehungsweise wenn ich einen Staumkanal mit unten liegender Entlastung habe als Durchlaufbecken, dann kommt er natürlich zuerst. Ja, nicht, dass jemand sagt, Mensch, was erzählt denn der Hirschmann hier? Wie kann ich den gestalten? Ich kann ihn wunderbar gestalten mit einem Kreis und einem Rohr. Ja, für alle, die dort die Verhältnisse so haben, wir haben genug Schleppspannung, die wir dort nachweisen müssen im Staumkanalrohr selber. Also die Mengen sind groß genug, Gefälle passt dazu. Haben wir das so nicht oder haben wir einen Auftraggeber, der unbedingt den Trockenwetterabfluss dann unten in der Gerinne eingeschnürt wünscht, haben wir natürlich hier noch verschiedene Varianten. Wir haben das Ganze mit einem relativ flachen, Drachen- bzw. Trockenwetterprofil mit einer halbrunden Schale. Wir haben das Ganze als höher aufsteigendes Profil und dann nenne ich es mal ganz klassisches Drachenprofil, halt eben mit dieser geraden, mit diesem geraden Drachen seitlich. Wichtig, was wir immer beachten müssen, wenn es um den Einsatz dieser Systeme geht, das heißt also, wenn ich kein rein kreisrundes Rohr innen einsetzen möchte, dann muss ich natürlich beachten, ich muss ein gewisses Volumina zurückhalten im Staumkanal und habe ich zusätzliche Einbauten da drinne, dann verringert sich natürlich meine Querschnittsfläche, mein Volumen pro Meter, was ich aufnehmen kann. Und dementsprechend muss der Staumkanal länger werden. Ich habe es einfach mal hier gerechnet, am Beispiel DN2000. Wenn ich 280 Kubikmeter speichern muss und habe das Rohr hier mit der vollen Querschnittsfläche, dann habe ich eine Länge von 90,91 Meter. Habe ich ja dieses kleine Drachenprofil hier eingebaut, dann sind es schon 4 Meter länger. Ja, bei dem großen hier, dann sind es schon fast 16 Meter länger. Und bei dem klassischen Drachen, nenne ich ihn mal, ja, dann sind es 18 Meter mehr. Und das ist natürlich ein Punkt, den muss ich unbedingt in meiner Planung mit berücksichtigen. Ja, nicht, dass ich mir eine Fläche ausgesucht habe oder eine Lage in dem bestehenden System, wo der Staumkanal rein soll und brauche unbedingt die Trockenwetterrinne. Ja, und plötzlich fehlen mir 20 Meter im System. Man kann sie nicht mit integrieren. Dann muss man natürlich schauen, wie kann man das andere dann anders gestalten. Muss man dann eventuell noch eine Röhre mit dem Nebenschluss legen, dann für den maximalen Belastungsfall oder gehe ich vielleicht gleich auf eine andere Stelle. Ja, was ist noch zu beachten dabei? Warum haben Sie in dem ersten Bild hier, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, keine reine Trockenwetterrinne mit einem ganz flachen Auftritt, seitlichen Auftritt gesehen? Ja, ganz einfach deswegen hier. Man sieht es in der Mitte wunderbar. Diese Rinnen neigen natürlich zum Verschlammen. Wenn ich einen Staumkanal habe, der über längere Zeit aufstaut und voll bleibt, weil zum Beispiel ich über die Drossel nur 3 oder 4 Liter pro Sekunde abgeben darf, weil dahinter die Kläranlage gleich sitzt und die nicht mehr Wasser aufnehmen kann, dann habe ich natürlich unheimlich viel Sedimentation im Staumkanal. Das setzt sich alles unten ab. Und wer möchte, hinten sieht man noch die Leiter, wer möchte dann runtergehen, wenn er den Staumkanal kontrollieren möchte und steht dann hier so in 10 cm dicken Schlamm. Das möchte eigentlich keiner. Und das nächste Problem ist natürlich,
das spült sich nicht wieder frei. Also die Rinne wird sich freispülen, aber der Schmutz bleibt liegen und ich muss den dann händisch in die Rinne hineinbefördern, um ihn dann ja über die Drossel zur Kläranlage zu bekommen, weil dort soll ja der Schlamm hin. Und deswegen halt besser ein Profil einzubauen an der Stelle mit einer steileren Wandung, auf der der Schlamm dann nach unten läuft, in die Sohle unten rein. Und für alle mit breiten Füßen, so wie bei mir, ganz wichtig der Hinweis, ich kann unten natürlich die Sohle in der Breite anpassen, dass ich dort auch noch laufen kann, wenn der Kanal groß genug ist, damit ich ihn begehen kann. Ja, dann sind wir schon am Ende des Stauraumkanals. Das heißt, wir schauen uns mal die Endstücken an, die dann hinten noch dran schauen müssen. Und man sieht hier, auch bei uns gibt es dort Fortschritte. Ja, links noch der Beton, rechts kein Beton mehr. Also auch wir versuchen immer mehr den Beton dort rauszubekommen aus den Bauwerken. Warum? Schauen wir uns erstmal das Endstück an mit der klassischen Betonwand hier dran, wie wir es eigentlich ewig schon so bauen. Sie hat halt einen großen Nachteil und das ist das Gewicht. So eine Betonplatte ist sehr schwer. Und je nachdem, wie groß der Rohranteil hier vorne dran ist an diesem Endstück, habe ich das Problem, dass mir beim Anheben, wenn ich den Schwerpunkt, den Mittelpunkt nicht richtig finde, dass dieses Bauteil natürlich immer wieder kippt beim Anheben und ich das mehrfach ausrichten muss, damit ich dort den Mittelpunkt gefunden habe, um es ordentlich zu setzen. Vorteil des Endstückes ist, ich kann hier hinten wunderbar mit dem Bagger dagegen drücken, um das Endstück in die davor liegende Muffe einzudrücken. Und ich habe natürlich eine schöne glatte Wand, an der ich wunderbar Schieber, Drosseln und so weiter montieren kann und auch auf der Baustelle montieren kann, was dann nicht unbedingt im Werk gemacht werden muss. Im Vergleich zum Segmentendstück, ja, wo ich diese Betonwand nicht habe, da muss ich ganz klar sagen, die Wand ist dort bedingt anbohrbar. Das heißt, alles, was ich im Werk mache, ist das überhaupt kein Thema. Denn dort, ich kann wieder überlaminieren die Bohrungen, ich kann das von außen so nochmal laminieren, wenn ich durchbohren muss. Wenn ich natürlich den Stauraumkanal baue und im Nachhinein dort was einbringen möchte, ja, dann muss es halt auch jemand machen, der weiß, was er dort tut an der Stelle, weil dann darf ich nicht mehr durchbohren durch die Wand und wenn ich nur reinbohre in die Wand, dann brauche ich dort spezielle Dübel bzw. Injektionsanker, um dort etwas an der Wand zu befestigen. Ja, ansonsten hat natürlich dieses Segmentstück dann den ganz großen Vorteil des geringeren Gewichtes und der Wandstärke analog dem Rohr. Das heißt, wo es ganz knapp ist, spare ich natürlich hinten auch nochmal ein bisschen Platz. So 20 cm ist in der Regel auch so eine Betonstundenwand hier dick. Das heißt, da ist der Stauraumkanal nochmal kürzer an der Stelle. Wichtig, ich kann auch dieses Segmentstück dort mit dem Bagger in das davorliegende Stauraumkanalrohr, also in die Muffe, eindrücken. Allerdings muss ich dort natürlich ein bisschen mehr Vorsicht halten als beim Endstück mit Betonstirnwand. Ja, und erwähnt habe ich vorhin zwar nicht die Abdeckung, aber sie gehören nicht, natürlich mit dazu. Überall, wo ich einen Einstieg habe am Stauraumkanal bzw. dort an den Schächten, brauche ich eine Abdeckung obendrauf. Ich will reinkommen und man sieht es auch hier wieder, haben wir die verschiedensten Varianten mit auf betonierten Domen. Man kann die Abdeckplatten, also die Schachtabdeckung dort in noch einen Betonrahmen, der oben drauf mit soll, einbetonieren, mit aufsetzen. Man kann das Ganze gleich hier komplett in die Schachtabdeckung mit integrieren, mit einbetonieren. Da kommt die verschiedensten Varianten, die wir machen können. Kommen Sie dort einfach auf uns zu, dass wir prüfen können, was Sie dort für Wünsche haben, damit wir das Ganze so mitbauen können. Ja, was fehlt uns jetzt noch an unserem Stauraumkanal? Wenn wir von vorne bis hinten durchgehen, ganz klar natürlich der Drosselschacht bzw. halt eben die Drosseleinheit. Und wir wissen ja, es gibt drei Aufstellmöglichkeiten. Es gibt die nass aufgestellten Drosseln, es gibt die halbtrocken und die trocken aufgestellten Drosseln. Und wenn wir jetzt mal die nass aufgestellten Varianten ansehen, haben wir hier mal für drei Drosseltypen die Schächte dementsprechend mal dargestellt. Halt zum Beispiel für einen Alpheus von der Firma Biogest haben wir hier einen Schacht, wo wir den innenliegend hier mit integriert haben. Ja, genauso dort für einen Schwimmerschieber von der Firma Steinhardt. Und wer gerne ein Wirbelventil haben möchte, ja, den Schacht haben wir natürlich auch. Und man sieht es hier wunderbar im Werk eingebaut, das Wirbelventil. Es wird erst eingebaut, dann wird der Beton drumherum angefroren, das Ganze dann überlaminiert. Und was man bei den beiden Schächten nicht sieht, ganz klar, ein Drosselschacht braucht auch immer dann, oder der Anschluss vom Stauraumkanal her braucht auch immer eine Notentleerung, denn so eine Drossel kann sich mal verlegen. Das heißt,
geht nichts mehr durch und da muss ich natürlich über die Notentleerung den Staumkanal entleeren können, wenn ich ihn dann begehen will, beziehungsweise muss ihn wieder herkriegen. Ja, für die halbtrocken aufgestellten Varianten haben wir natürlich auch die Schächte bereitgestellt. So sieht mal der leere Schacht das zum Beispiel dann für eine Wirbeldrossel. Ja, hier die Variante für einen Alligator, wer den mit einbauen möchte, das Drosselsystem. Und hier mal in den Schacht von oben herein fotografiert, dann schon eingebaut, eine Waagedrossel zum Beispiel von der Firma BGU. Hier sieht man auch nochmal schön die Abdeckplatte, was ich vorhin schon sagte, verschiedensten Varianten, die wir mit einbauen können. Und hier sieht man sogar nochmal die beiden Schieberkappen für die Schieber, die hier unten dran kommen, dann dementsprechend. Also wenn ich sie nicht handbetrieben im Schacht haben möchte, sondern die Gestänge mit oben durch die Platte führen möchte, können wir noch die Schieberkappen dort dementsprechend mit integrieren. Kein Problem. Ja, kommen wir noch zu den Drosseln, trocken aufgestellten Drosseln, also zum Beispiel dort für die MIDs, also die magnetisch induktiven Durchflussmesser. Zwei Varianten als liegende Röhre, ne, wenn ich dort mehr Platz haben möchte in der Länge oder Platz brauche. Hier noch gleich mit Vorlage, kann auch einfach nur die liegende Röhre hier dementsprechend machen, mit Notumlauf mit dazu. Oder halt eben als zylindrischer Schacht, ja, wenn die Drosselstrecke dementsprechend ausreicht und das alles so hier integrieren mit kann. Wichtig, was man immer mit bedenken sollte, hier sieht man es mal ganz schön, ein Pumpensumpf ist mit integriert. Denn wenn ich dort unten mal arbeite, habe noch mit Wasser, beziehungsweise für die Baumaßnahmen, wenn ich dort irgendwo Wasser mit habe, dass ich den Pumpen, dass ich den Schacht dann auch dementsprechend dort leer pumpen kann und als tiefsten Punkt halt eben meinen Pumpensumpf mit drin habe, mit integriert in der Bodenplatte. Ja, hier sehen wir noch mal ein paar drei beliebige Anpassungen für Drosselschächte, Sondervarianten. Hier drin haben wir einen Drosselschieber eingebaut. Ja, wer unbedingt dort mit einem Schieber dort, also mit seinem Flachschieber dort drosseln möchte. Dann haben wir hier nochmal, ja, man sieht zwar die Drossel jetzt selber nicht, aber von oben nochmal einen Schacht, DM3600. Anja, von dir nochmal vorhin ja die Frage, welche Größe? Also wie gesagt, 3600. Hier oben nochmal den Notüberlauf mit dort drüber, falls die Drossel dort dementsprechend ausfällt. Und das gleiche hier mit einer Zwischenwand. Hier unten sieht man einen Schieber, der angesteuert wird und dort dementsprechend den Füllstand im Staumkanal davor regelt und auch nochmal hier einen integrierten Notüberlauf halt dort mit dabei. Ja, sind wir schon mal durch mit den Komponenten, wie wir das umsetzen bei uns und schauen wir uns jetzt nochmal ein paar schöne, besondere Produktlösungen an, beziehungsweise ja, Lösungen dort auf der Baustelle. Diese schönen gelben Zeichnungen von uns, gelbe Zeichnung, also die schönen Zeichnungen, 3D-Zeichnungen von uns, die kennen Sie ja, wenn Sie schon mit uns gebaut haben, beziehungsweise geplant haben. Da wissen Sie schon, es gibt eine ganze Menge von Lösungen. Hier sieht man nochmal einige, wie gesagt, was wir vorhin schon hatten, im Hauptschluss, im Nebenschluss, mit einem Zulauf, mit zwei Zuläufen, Übereck und so weiter. Können dort einiges machen für Sie an Konstruktionen und Bauweisen. Ja, was haben wir gebaut in der Vergangenheit? Ein Projekt, was für mich sehr interessant ist und eben für den Auftraggeber, warum baut man es aus GFK und nicht aus anderen Materialien? Was haben wir hier? Wir haben einen Sandfang in Schleswig. Es ist ein Regenklärbecken im Dauerstau und hier wird Regenwasser übergeben in den Vorfluter, in die Schlei. Ganz wichtig waren hier die Umweltschutzauflagen, die erfüllt werden müssen. Das heißt, es müssen Leichtflüssigkeiten zurückgehalten werden und es muss Sand zurückgehalten werden in den Sandfängen. Hier unten sieht man die Sandfänge, die hier integriert wurden im System. Oben drüber natürlich gleich noch der Zustieg, also mit Abdeckung, nicht als Zustieg selber, sondern dass ich von oben her den Sandfang abpumpen kann, dass ich ihn leer pumpen kann. Mit Zustieg habe ich dann vorne bzw. hinten. Und ja, Frage, warum baut der Auftraggeber das aus GFK? Ganz klar, wenn ich kurze Bauzeiten dort brauche, brauchen hochkorrosionsbeständiges Rohr über eine lange Lebensdauer, dann nutze ich natürlich GFK, weil das Bauwerk wurde im Werk komplett vorgefertigt und dann hier sieht man die Kupplungsverbindungen, drei Kupplungsverbindungen, das heißt, ich habe vier Bauteilkomponenten, die werden dementsprechend dort ausgeliefert, auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt, zusammengeschoben und dementsprechend bin ich schon fertig. Anja? Ja, wie lange hat es denn gedauert, dieses Ganze zusammenzustecken, zusammenzubauen, zu montieren?
Ja, das kann man bei einer offenen Bauweise, wenn ich die Baugrube komplett vorfertigen kann, also komplett aufmachen kann, dann bin ich dort in einem Tag fertig. Das ist überhaupt kein Problem. Das ganze Teil, ja? Ja, das ganze Teil. Ja. Wie gesagt, dementsprechend Baugrube vorbereitet. Wenn ich natürlich mit Verbau arbeiten muss, mit Dielenverbau oder Spundbullenverbau, dann schaffe ich das nicht so. Aber das liegt dann nicht am GFK, sondern unser Vorteil ist halt eben die Schnelligkeit. Wenn die Baugrube komplett offen ist, dann kann ich das ohne Probleme in einem Tag zusammenstecken und anfangen mit verfüllen. Danke. Ja, nächstes Beispiel für ein ganz tolles Projekt haben wir hier in Borken gemacht. Wir haben dort eine Regenrückhaltung auf engstem Raum, wie es hier steht. Aufgabe war hier eine Regenrückhaltung als Überflutungsschutz dort für die Häuser, für die anliegenden Häuser, weil es dort immer wieder zu Problemen gab in der Vergangenheit. Es mussten 330 Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden und wir hatten maximal 130 Meter Straßenlänge hier zur Verfügung. Knackpunkt ist natürlich, war hier natürlich die Einbautiefe, die uns gegeben war, aufgrund der Zwangspunkte des Zulaufes und des Ablaufes von und hinten. Und dementsprechend kam hier so eine Variante dann zum Schluss raus, zwei Stränge DN1500. A51 Meter, zwei Stränge DN1200, A23 Meter und drei Stränge DN800, A49 Meter. Das heißt, Sie sehen hier unten die geringste Überdeckung und dann natürlich flach mussten wir wieder rausgehen zum Ablauf dann in den Kanal. Und noch ein schönes Verteilerbauwerk von zwei Strängen auf drei Strängen mit dort mit integriert. Wenn wir uns das Ganze nochmal im Bauzustand anschauen, beziehungsweise quer, sieht man schon wirklich die Herausforderung hier. Ganz wenig Überdeckung, wenig Platz. Die Gesamtmaßnahme musste in den bestehenden Straßenkörper angepasst werden. Es gab auch natürlich die SLW 60-Forderungen für die Überfahrbarkeit. Und für die Anwohner drumherum war es besonders wichtig, die Fußwege mussten erhalten bleiben. Das heißt, wir hatten keine Möglichkeit, irgendwie breiter zu bauen. Der Verbau musste im Straßenkörper mit drin stehen. Es gab nichts anderes. Und dementsprechend kam halt eben diese Mehrstranglösung bei raus. Mit einer sehr geringen Überdeckung und das, was eben auch noch mit einer Herausforderung war, waren auch die Thermizialschächte zur Begehung, wenn man dann doch mal runter möchte, beziehungsweise zum Reinigen will, wo wir ja Überdeckungshöhen, hier steht es nochmal zwischen 57 und 73 cm hatten, dass wir trotzdem noch dort Thermizialschächte mit integrieren konnten. Ja, eine weitere besondere Lösung, das Projekt Mülheim-Papenbusch-Straße. Eine Regenrückhaltung für 1230 Kubikmeter Regenwasser. Man sieht es hier schon, ich habe es auch geschrieben, perfekte Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Wenn ich mal von der Seite schaue, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Stränge. Von oben drauf sieht man die auch nochmal wunderbar. Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, sage ich dazu. Das heißt, wir hatten den Zulauf von oben her. Die liegen alle auf einer unterschiedlichen Ebene, damit das Wasser dann vom Zulauf dann bis nach unten Richtung Drossel dann weiterfließen kann. Und wir hatten halt eben auch nur dieses, dreieckige Grundstück zur Verfügung. Und deswegen mussten dort die Rohre dementsprechend angepasst werden. Was man nochmal sehr schön sieht auf dem linken Bild hier, die vielen einzelnen Bauteile, die im Werk vorgefertigt wurden auf die Baustelle und dann in kürzester Bauzeit zusammengesteckt werden konnten. Ich brauche keinen großen, schweren Mobilkran oder irgendwas dort dafür, sondern der Bagger hebt das Rohr an, bringt es zur Baugrube, setzt es dort ab und der nächste Bagger dort integriert und drückt es dann rein. Ja. Anja? Wieder hier auch die Frage, wie lange hat es gedauert, das alles zusammenzustecken, alles zu montieren? Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich war leider nicht der zuständige Ingenieur. Muss ich leider passen. Also wenn die Frage jetzt von dir kam, kann ich es leider nicht nachträglich nochmal, oder ich kann es dir auch später nochmal sagen, wenn die Frage vom Kunden kam, können wir es auch gerne nochmal später beantworten. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ja, aber man kann davon ausgehen, dass wenn, wenn die Fläche hier komplett offen ist, dass ich dann pro Strang in einem Tag zurechtkomme, sodass die Stränge werden kürzer, also in 3 bis 4 Tagen kann ich das schaffen mit dem Zusammenstecken. Vorausgesetzt, ich habe alle Bauteile schon auf der Baustelle und die Baufirma ist auch mit so fit, das zu machen. Ja. Mhm. Haben wir gleich noch einen Punkt angesprochen, die Baufirma ist so fit, das alles so zusammenzustecken. Wenn es dort mal Probleme geben sollte, dann kommen wir natürlich gerne mit auf die Baustelle. Das kommt jemand von
eine Anwendungstechnik, ein Kollege mit oder einer von uns Projektingenieuren. Und wir unterstützen dort vor Ort, machen dort eine Einweisung und schauen, dass das alles richtig funktioniert. Ja, Hardemanns Grün, ein sehr altes, hätte ich fast gesagt, Bauvorhaben. Hat sicherlich schon mal viele gesehen. Ich nehme es aber immer wieder gerne, weil es ein tolles Projekt ist, dieser Kaskadenstauraumkanal, von der Art und Weise, ja, wie er funktioniert und wie man ihn dort konstruiert hat. Auf 150 Meter wurden Rohre den 2900 verlegt, um 1000 Kubikmeter Wasser zurückzuhalten. Ja, und das Besondere sind halt eben hier diese beiden Kaskaden und dann unten liegend der Quelltopf dort mit dem Überlauf. Man sieht es hier mal in der Vergrößerung. Wir haben hier unten diese Schieber integriert. Das heißt, das Wasser kommt von oben her vom Zulauf, läuft bis ganz unten hindurch. Ja, das Wasser steigt dann hier auf. Der Schieber macht dann irgendwann zu. Das heißt, der nächste Teil der Kaskade hier füllt sich bis zum dritten. Und dann fängt das Wasser an, von oben her überzustürzen nach unten, bis sich hier unten der letzte Teil füllt. Und erst dann beginnt der Entlastungsschacht, also hier unten der Quelltopf, dann zu arbeiten und beginnt dort zu entlasten. Eine ganz tolle Lösung. Wer ja mal Probleme hat mit steilem Gelände und der Integrierung eines Stauraumkanals, kommen Sie auf uns zu. Vielleicht können wir dort auch mal wieder so eine Kaskadensysteme integrieren. Ja, wir hatten zwar eben schon auch eine untenliegende Entlastung gesehen, aber wer fragt, Mensch, wie funktionieren denn die untenliegenden Entlastungen? Kann man die dann auch alle so bauen, wie man das möchte? Na klar, kann man. Also hier mal schön wunderbarer Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung, DN2400 und gleich noch anschließend mit ein paar hier hinten der Drosselschacht dann abgeknickt, weil das Gelände das dementsprechend so vorgegeben hat, beziehungsweise das Baufeld so vorgegeben hat. Und dann noch ein Pumpschacht hinten mit rein. Das Wasser musste dann weitergepumpt werden in die Kläranlage. Ja, last but not least als Bauvorhaben, eines meiner aktuellen Lieblingsbauvorhaben in der Art und Weise der Konstruktion, der Stauraumkanal in Herda. Das sind 58 Meter Rohr DN2000 und die Besonderheit halt hier, man sieht es wunderbar, zwei Bögen integriert. Ja, also er knickt zweimal ab in die unterschiedlichen Richtungen, weil der Straßenkörper halt dementsprechend so das gefordert hat. Und dann noch aufgesattelt hier unten ja, die Entlastungsleitung. Das heißt, die geht hier oben auf der Seite raus, geht die ganze Zeit parallel hier drüben und muss dann den Stauraumkanal noch einmal queren, um dann in den Vorfluter zu gehen. Also ganz besondere Konstruktion, die wir uns hier ausdenken mussten, um den Kundenansprüchen und den Ansprüchen vor Ort dann dementsprechend dort gerecht zu werden. Ja, zusammenfassend kann man nur sagen, wir haben, ja, ich würde mal sagen, schon für fast alles oder fast immer eine angepasste Problemlösung mit den Sachen, ja, mit denen Sie auf uns zukommen. Wir haben dort ein Komplettsystem für Sie, optimierte Bauwerke, das ist immer ganz wichtig, dass wir uns anschauen, wie funktioniert es dann auch auf der Baustelle am besten mit dem Zusammensetzen, wie können wir den Baufortschritt, den Bauablauf dort am besten gestalten. Wenn Sie wünschen, halt die integrierte Grobstoffrückhaltung, sehen wir sie nochmal. Und wie gesagt, am 9.4., glaube ich, Anja, sagtest du, dann der Vortrag zum Amiscreen. Beim Einbau ganz wichtig, die kompakten Baukrippen, das geringe Gewicht und die Stecksysteme. Wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, über die kurzen Bauzeiten und dass halt eben auch ja nicht immer ein schwerer, großer Mobilkran vor Ort sein muss, um die Schächte und die Rohre zu heben. Und ganz wichtig im Betrieb natürlich, die Rohre sind bruchsicher, sie sind dicht, langlebig, korrosionsbeständig und natürlich sehr wartungsfreundlich. Und mit dem Blick auf das Verteilerbauwerk der Baumaßnahme in Borken sage ich erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, wenn Sie Fragen haben, dann gerne jetzt. Ich stehe bereit zur Beantwortung. Also aktuell sind noch keine Fragen dabei. Der Herr Geisler bedankt sich bei dir persönlich und sagt, das hast du sehr gut gemacht und dass wir schöne Projekte realisiert haben. Danke, ja, das stimmt. Es waren sehr tolle Projekte und wir haben auch viele tolle Projekte noch in Planung, auch wieder für dieses Jahr. Ja, mal schauen, vielleicht ist er der ein oder andere anschließend mit dabei gleich wieder und kommt auf uns zu, weil er interessante Fragen hat oder Projekte, wo wir einfach mit behilflich sein können. Würden wir uns sehr darüber freuen. Hm.
Also es kommen keine Fragen mehr im Chat. Liebe Teilnehmer, wenn Sie noch Fragen haben, jetzt ist Ihre Gelegenheit. Ansonsten würde ich sagen, Sie können auch gerne im Anschluss der Veranstaltung oder auch persönlich an den Herrn Hirschmann per Mail, per Telefon, die Kontaktdaten finden Sie wie immer auf unserer Webseite, auf ihn zukommen direkt. Und wir warten vielleicht noch mal ein bisschen, eine Minute oder so. Genau. Aber ich kann ja auch sein. Kann ja auch sein, wir haben so gut, da gibt es keine Fragen. Alles perfekt erklärt. Genau, beziehungsweise kommen dann die Fragen erst in der Diskussion, vielleicht auch im Büro hinterher und dann, genau, wie gesagt, einfach auf mich zukommen, rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail und dann machen wir dort das Ganze gemeinsam. Mhm. Ja, aber ich denke, wir sind durch. Also jemand tippt noch, da warten wir noch, aber... Aber ich glaube, wir tippen jetzt hier gerade zwei. Aus. Aber ich glaube, nein, da kommt nichts mehr. Der Herr Nowke bedankt sich auch nochmal für den anschaulichen Vortrag und genau, würde sich dann entsprechend kurzfristig nochmal melden, wenn es Fragen gibt. Ne? Ja, so, freue ich mich auch. Dann danke, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns wie immer für Ihre zahlreiche Teilnahme. Wir sind jedes Mal wieder erfreut, überrascht. Und wir hoffen, wir sehen Sie beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Thema, nächste Woche, nächsten Donnerstag zur Amiibo Lounge. Alle Themen, alle Videos, jede Anmeldung, also die Anmeldungsmöglichkeiten, finden Sie wie immer auf unserer Webseite. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag heute. Genau, auch von mir. Dann tschüss, bis demnächst wieder. Schönen Tag noch. Tschüss.